sibirischen Chabarowsk zusammenfassen. Vor allem der Streit um die russischen Gaslieferungen belasten die Beziehungen. Und daran hat auch der Gipfel wenig geändert. Für die Brüsseler fand der Gipfel in Russland in tiefster Nacht statt. Immer wieder schaut EU-Kommissionspräsident Barroso ungläubig auf seine Uhr. Kreml-Chef Medvedev hat Europa zum Gipfel nach Chabarowsk geladen. Das liegt an der chinesischen Grenze und ist 7 Flugstunden von Moskau entfernt. Medvedev will den Europäern Russlands Größe demonstrieren. Die Brüsseler kämpfen eher mit Zeitverschiebung und Schlafentzug. Dabei gibt es im Verhältnis zwischen Russland und der EU einiges nachzuholen. Der Gaskonflikt mit der Ukraine, der im Januar die Lieferungen nach Europa stocken ließ, überschattet die Beziehungen bis heute. Wie solche Krisen zukünftig vermieden werden können, ist weiter strittig. Und Russland warnt vor neuen Problemen mit der Ukraine. Wir wollen unser Gas zu Marktpreisen verkaufen. Wir wollen, dass man sich an internationale Verträge hält. Und es wäre schön, wenn unsere Rechnungen auch ab und zu mal bezahlt würden. Für Unruhe sorgt auch die sogenannte östliche Partnerschaft, die die EU vor 2 Wochen mit mehreren ehemaligen Sowjetrepubliken schloss. Darunter mit Russlands Erzfeind Georgien, ein antirussischer Club. Wir wollen Reichtum und Stabilität in der Region fördern. Und das ist wohl im Interesse von Russland und der Europäischen Union. Am verloren gegangenen Vertrauen wollen ab jetzt beide Seiten wieder arbeiten. Das zumindest ist die gute Nachricht aus Russlands fernem Osten.